Hallo und willkommen zu einem Video über Anlagenschutz, elektrischer Anlagenschutz, Schutz von elektrischen Anlagen. Ja. Was ist eine elektrische Anlage? Im Prinzip alles, wo Strom rein, ist eine elektrische Anlage. Ja. Das kann eine Hausinstallation sein, ja, das kann ein Schaltschrank sein, sowas. Ja. Jetzt überlegen wir uns einmal, was ist denn überhaupt gefährlich? Ja. Was ist denn gefährlich? Das wissen wir eigentlich gar nicht. Gell? Gefährlich ist der Strom. Ja. Warum ist der Strom gefährlich? Stellen wir uns vor, wir haben eine Leitung. Ja. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich so eine Leitung da habe. Haben wir da eine? So eine? Pack, pack. Ja. Ob ich so eine habe? Ja. Ob ich sowas da habe, wow. Ja. Verschieden dick können Leitungen sein, ganz offensichtlich, wie wir gesehen haben. Ja. Es ist natürlich jetzt so, ist eh klar, haben wir mal gehört, gell, dass der Widerstand, sagen wir, das sind alle Kupfer, das ist alles das Gleiche, dass der Widerstand abhängig ist von der Länge und vom Querschnitt der Leitung. Das heißt, diese Leitung hier hat wesentlich mehr Widerstand wie diese Leitung. Und da kommen wir schon auf was. Es ist nämlich jetzt Folgendes. Diese Leitung, die hat einen gewissen Widerstand, den Leitungswiderstand RL. Und wenn da, das ist jetzt die Zuleitung irgendwo, ein gewisser Strom durchrinnt, ein I, durch diese Leitung, dann erfolgt an den Leitungswiderstand hier ein Spannungsabfall. Ja? Also da haben wir einen Spannungsabfall U an den Leitung. Ja? So, und jetzt haben wir einen Strom und eine Spannung und dadurch haben wir elektrische Leistung. Ja? Das haben wir einmal besprochen gehabt, elektrische Leistung P. Ja? Wo U mal I, Pui, habe ich da gesagt. Ja. P ist U mal I. Diese Leitung, diese Leistung fällt in der Leitung an. Ja. In der Leitung drin brauche ich halt diese Leistung, das ist ein Verlust im Endeffekt. Gell. Weil ich will eigentlich die Leistung von einem Ende der Leitung zum anderen Ende der Leitung transportieren, aber da geht halt Leistung verloren auf dem Weg dorthin, weil das die Leitung eben einen Widerstand hat. Ja. So, jetzt will ich einen gewissen Strom transportieren über die Leitung. Den Strom will ich dort zu meinem Verbraucher bringen, will einen gewissen Strom transportieren. Und jetzt ist es natürlich so, dass ich, je größer der Strom hier wird, der da, weil es gilt ja nämlich weiterhin das Ohmsche Gesetz, U RL mal I. Gell? U ist R mal I. Hey, wisst ihr, wichtig und so weiter. So. U ist R mal I. Ja? Wenn jetzt ein gewisser Strom über diese Leitung transportiert werden soll, entsteht eine gewisse Spannung. Aus Strom und Spannung entsteht dann die Leistung. Wenn der Widerstand hier relativ groß ist, ja, muss der Strom hier nur relativ klein sein, um eine große Spannung. Das heißt, je größer der Widerstand der Leitung ist, ja, desto kleinere Ströme reichen aus, um eine gehörige Leistung zu erzeugen. Ja. So, was heißt das jetzt eigentlich, diese Leistung? Da habe ich gesagt, das ist ein Verlust. Wo verschwindet die hin? Wir haben gehört, Energie kann man nicht vernichten. Ja. Kann man nicht erzeugen, kann man nicht vernichten, kann man nur umwandeln. Und die elektrische Energie, die hier durch diese Leistung vernichtet wird oder verloren gegangen wird, die, weil man sie nicht vernichten kann, wird umgewandelt in Wärmeenergie. Das heißt, das Drahtal da wird warm, wenn der Strom durchrennt. Gut. Soll so sein. Okay, jetzt wird das Drahtal warm. Jetzt habe ich einen gewissen Strom, den ich zu meinem Verbraucher bringen will. Wenn der Strom relativ gering ist, kann ich das Drahtal nehmen. Wird ein bisschen warm,
Wenn wir es überhaupt merken, wenn der Strom ganz klein ist, merkt man es gar nicht, passt. Ja. Wenn der Strom größer wird, wird dann irgendwann die Leistung, wird das Drahtl so heiß, dass das praktisch zu glühen anfängt und dann ist es gefährlich. Genau dann ist es nämlich gefährlich und das ist nämlich das, warum wir unsere Anlagen schützen müssen. Pah, jetzt ist es dort heiß, jetzt kann irgendwas, was rundherum ist, um dieses Drahtl anfangen zu brennen. Feuer entsteht. Ja. Bug. Haben wir schon. Ja. Wenn ich mehr Strom hinbringen will, dann muss ich halt einen dickeren Draht nehmen. Okay? Wenn ich nur mehr Strom nehmen will, dann muss ich nur einen dickeren Draht nehmen. Wenn ich nur mehr Strom nehmen will, liefern will, dann muss ich noch einen dickeren Draht nehmen. Ja? Deswegen gibt es Drähte in verschiedenen Größen. Und irgendwann einmal, na, sind wir da bei sowas da. Ein gescheiter Fetter. Okay? Wir sehen schon, es gibt nicht nur verschiedene, das sind die Querschnitte, die da unterschiedlich sind. Ja? Also das zum Beispiel, das weiß ich gar nicht. Ja? Aber das zum Beispiel ist ein Quadratmillimeter Querschnitt. Ja? Ein Quadratmillimeter. Das da ist die Wald- und Wieseninstallation, so wie es in den meisten Häusern drinnen ist. Das ist 1,5 Quadratmillimeter. Ja? Das ist ein 2,5 Quadratmillimeter. Und welche Ströme könnte ich dir jetzt drüber schicken? Ja. Für eine überschlagsmäßige Auslegung. Ja, wir wollen jetzt da keine genauen Sachen, weil immerhin sind wir Maschinenbauer und keine Elektrotechniker. Für eine überschlagsmäßige Auslegung kann man sagen, ungefähr 10 Ampere pro Quadratmillimeter. Ja. Eine Stromdichte, J heißt das, von 10 Ampere pro Quadratmillimeter. Das ist schon ziemlich, das ist schon, die, sagen wir, das ist die Grenze. Ja? Das heißt, der 1 Quadratmillimeter kann also bis zu 10 Ampere. Der 1,5 kann 15 Ampere, der 2,5 kann 25 Ampere. Ja? Das ist eine übliche technische Stromstärke, sage ich mal, schon im oberen Bereich. Wie viel tatsächlich durch einen Draht durchrinnen darf, hängt nämlich nicht nur vom Draht selbst ab, sondern auch von der Einbaumlage. Ist das frei, hängt der frei, dann kühlt er gut. Ist der noch ein Rohr drin, dann ist die Kühlung nicht so stark. Ist er alleine, hat er viele Nachbarn, ist er ein Kabel? Gibt es Normen dafür? Wollen wir nicht so ganz genau nehmen. 10, ja. Wenn es wirklich so hart geht, dann muss man eh jemanden fragen, der sich da auskennt. Ja. Aber nicht, dass halt einer auf die Idee kommt und sagt, da stecke ich die Mischmaschine auch noch mit. Okay? Und das geht es mir hier, üblicherweise. Wir sehen auch, das ist nicht der einzige Unterschied in den Drähten. Wir sehen, was augenscheinlich ist, es gibt verschiedene Farben, ganz offensichtlich. Übrigens, der Draht da, der ist nur bis 50 Volt, die da sind bis 1000 Volt. Wo ist denn da der Unterschied, bitte? Ja? Der Unterschied ist in der Isolierung. Das, was außen herum ist, ein Draht besteht nämlich immer aus dem leitenden Material und außen herum ist eine Isolierung, dass man halt angreifen kann, selbst wenn der Strom durchrennt. Ja? Die Isolierung ist aus elektrisch nicht leitfähigem Material und je nachdem, wie dick die Isolierung ist und aus welchem Material die Isolierung ist, kann es halt eine gewisse Spannung, die da auf den Draht potenziell drauf ist, entsprechend mich schützen davor. Ja? Das heißt, je nach Isolierung gibt es eben unterschiedliche Nennspannungen, die der Draht aushält. Nennspannung, Bemessungsspannung, das werden wir auch noch sehen, was das ist. Ist also wichtig auch, dass man schaut, wie ist der Draht. Ja? Wie viel Volt kann der? Also es ist nicht nur das ist nicht nur der Strom. Der Strom macht ihn heiß und die Volt sind praktisch, wie sehr können die durch die Isolierung durch? Wie sehr kann der Strom durch die Isolierung durch, die Elektrizität? Ja. Also die Farbe ist einmal unterschiedlich. Okay. Was wir noch sehen, ja, der Draht, der ist relativ flexibel. Ja. Der da,
Obwohl er nur 0,5 Quadratmillimeter, der ist relativ steif, muss man sagen. Ja, und wenn ich den verbirge, dann bleibt der oben. Wenn ich den verbirge, dann geht der auch wieder retour. Ja. Wo ist da der Unterschied? Der hier besteht aus so einzelnen dünnen Kupferlitzen, ja, die da drinnen sind. Sieht man das? Ich hoffe, man sieht das. Ja. Das sind lauter so einzelne, ganz dünne Drähte, ja, und der da ist ein volles Kupfer. Okay? Das ist ein sogenannter steifer Draht und das ist ein flexibler. Der Unterschied ist einfach der Draht. Ja. Ab einer gewissen Stärke, Materialstärke, ja, zum Beispiel der da, wenn das ein steifer ist, dann hol oder den birgt man nicht mehr so leicht. Ja. Das sind sie nachher flexibel. Man sieht hier drinnen, das ist auch ein Kupfergeflecht. So schaut das aus. Ja? Also das ist schon ein anderes Kaliber, der da. Ja. Gut, also das sind die unterschiedlichen Sachen. Warum haben wir überhaupt unterschiedliche Farben? Schauen wir sich ein Kabel an. Ja? Das sind Drähte. Ja? Jetzt schauen wir uns ein Kabel an. Wenn ich es aufbringe, da haben wir ein Kabel. Da haben wir ein Kabel. Ein Kabel besteht nämlich aus mehreren Drähten. Es sind mehrere Drähte drin. Da gibt es einen Mantel, einen Kabelmantel. Den kann man abisolieren. Das habe ich da schon aufgeschnitten. Ziehen wir runter und dann sehen wir, dass da drin in der Gatsche ist. Ja, was ist da? Bei der Erzeugung eingebracht wird. Und da sehen wir, hier drinnen sind verschiedene Drähte. Und die haben alle unterschiedliche Farben. Ja, das ist ein ganz typischer 5-Draht. 5 mal 1,5 Quadrat. Das ist ein 1,5 Quadrat auch. Ja. Und da sehen wir, sind 5 verschiedene Drähte drin. Alle mit unterschiedlichen Farben. Warum macht man das? Auf der einen Seite, ich weiß dann auf der anderen Seite, welcher Draht ist. So, stell dir mal vor, die sind alle schwarz. Auf der anderen Seite weiß ich ja nie, welcher ist. Ja? Deswegen gibt es die Farbkodierung. Okay? Manche haben auch, sind alle schwarz und die haben dann da so Nummern draufstehen. 1, 2, 3, 4 oder so. Ja? Welche Farben da drinnen verwendet werden? Ist nicht einmal spezifiziert, ja, ist nicht genormt, nicht genormt. Der einzige, der wirklich genormt ist, ist der da, der grün-gelbe. Der grün-gelbe muss grün-gelb sein und grün-gelb darf nur für einen einzigen Zweck verwendet werden, nämlich für die sogenannte Erdung. Ja, also der grün-gelbe Draht ist immer mit dem Erdpotenzial, sagen wir 0 Volt, ja, unserem Bezugspotenzial verbunden. Auf den grünen Draht kann man draufgreifen, ohne dass er reißt. Ja. Erdung, PE, Schutzleitung. Ja. Das heißt, der PE, Protective Earth heißt das, Schutzerde. Ja. Das ist die Schutzerde. Und der ist immer grün-gelb. Immer. Ja? Und grün-gelbe Leitungen darf ich nur für Schutzerde verwenden. Das heißt, der da, der ist auch grün-gelber. Das ist eine Erdleitung. Okay? Erdleitungen sind üblicherweise besonders fette Herren, ja? Oder Damen, Drähte. Okay? Sind üblicherweise besonders fette dicke Drähte. Warum, werden wir auch noch sehen. Weil in Erdleitungen will ich einen so gering wie möglichen, so einen Widerstand haben, der so gering wie möglich ist. Okay? Deswegen dicke Drähte, kleiner Widerstand. Okay? Warum, werde ich später noch erklären. Ja? Und alle anderen, die da drin sind, die sind eigentlich nicht genormt. Ja? Aber üblicherweise, ja, üblicherweise ist der blaue N, ja, das ist der sogenannte Neutralleiter.
der ist blau. Genormt. Konvention. Das macht man üblicherweise so. Das heißt, in der Hausinstallation und so weiter wird das vermutlich eingehalten. Da, das braun. Und alle anderen, also auf dem ist üblicherweise dann auch keine Spannung drauf. Ja, Neutralleiter ist praktisch der Retourleiter, kann man sich vorstellen. Und alle anderen Leiter sind halt irgendwelche Phasen. Ja. Die sind, da gibt es auch keine Farben. Ja. Das hier ist absolut übel, braun, schwarz und grau, übliche Kombination. Manchmal gibt es einen grauen und zwei schwarze drin. Ja. Lilane werden oft verwendet. Oft geht der schwarze hin bis zum Schalter und vom Schalter weg der lilane, dass man mit dem lilanen sagt, okay, das ist ein gescholtener. Da muss nicht unbedingt etwas drauf sein. Ja. Das sind die Phasen. Ja. Das sind die Ls. L. Das sind die sogenannten Phasenleiter. Ja. Und die können andere Farben. Aber nicht grün-gelb. Das ist wichtig. Ja. Nicht grün-gelb. Auf alle Fälle nicht grün-gelb. Alles andere ist wurscht. Das heißt, das hier ist eine typische Leitung für ein sogenanntes Drehstromsystem mit einer Schutzerde, mit einem Neutralleiter und drei verschiedenen Phasen. Da kann ich einen Drei-Phasen-Motor zum Beispiel anschließen mit dem, der pro Phase ungefähr 15 Ampere zieht. Fertig. Ja. Kabel. Die richtige Verwendung von Kabeln ist also ausschlaggebend, dass ihr ein richtiges... dass das einmal sicher ist, dass es einmal so passt. Dass die Kabel nicht zu heiß werden, dass kein Feuer entsteht. Muss einen gewissen Durchmesser haben, fertig. Und dass ich auf das Kabel draufgreifen kann, ohne dass ich mich verletze, ohne dass die Spannung überspringt, muss das Kabel eine gewisse Spannungsfestigkeit haben, passt. Damit sind wir auf der sicheren Seite. Was wir noch nicht bedacht haben, sind irgendwelche Steckverbindungen oder irgendwelche Schraubverbindungen. Es ist ja nicht das Kabel von mir bis zum Verbraucher, das gibt es ja nicht, vom Kraftwerk bis zu meinem Handyladegerät, sondern ich stecke das an. Ich habe dort eine Schraubklemme, das ist alles geklemmt. Ja. Und wenn jetzt da ein Kabel daherkommt, das ist gut ausgelegt, ja. Und da ist ein zweites Kabel und das ist da verbunden miteinander, wie auch immer, ja, in einer Klemme, mit Schraubzwingen, da gibt es hier einen Übergangswiderstand. Übergangswiderstand. Von einem Leiter zum anderen Leiter muss sich der Strom halt ein bisschen mehr blagen. Und wenn diese Klemme hier nicht gut angezogen ist, oder wenn das schlecht drinsteckt oder sonst irgendwas, ist der Übergangswiderstand groß und dann entsteht hier lokal, ja, weil da ein großer Widerstand zwischen den zwei Leitern ist, entsteht hier lokal eine große Leistung und das wird dort heiß und dort fängt es zum Brennen an. Ja. Das heißt, lockere Schraubklemmen oder so irgendwas, das ist gefährlich. Ja. Deswegen geht man in elektrische Anlagen mit Schraubklemmen üblicherweise, weiß nicht, alle Monate einmal durch und schaut, ob alles gescheit angezogen ist. Ja. Ob es wer macht oder nicht, ist eine andere Sache. Aber man sollte es tun, denn eine lockere Schraubklemme, speziell in Maschinen, die vibrieren, da ist überhaupt da, gell? Weil dann lockern sie die Schrauben mit der Zeit. Dort sollte man sowieso keine Schraubklemmen, sondern so Klemmen verwenden, so, wo man das hineinschiebt und nachher nicht mehr rausziehen kann. Gell? Also es nicht geschraubt, sondern nur gesteckt ist. Klemmen, keine Schraubklemmen, sondern so Messerklemmen und da gibt es verschiedene Konstruktionen, oder die man so einzwickt mit so Bühlen. Ja, Vibrationen. Gefährlich. Übergangswiderstand. Kann jederzeit auftreten. Und diese ganzen Klemmen und so weiter, die haben verschiedene Kenngrößen. Was die Kenngrößen sind, das werden wir im nächsten Video besprechen.
Ja. Und auch, ich meine, das kann, ich mein, da kann ich gar nichts machen. Ne? Das ist halt locker, der Schrauben. Ja, der wird locker oder es ist nicht gescheit eingesteckt, weil einer nicht aufpasst hat. Was mache ich denn da? Ja? Es kann nicht sein, dass dann einfach zufällig anfängt zu brennen. Ja? Reden wir auch das nächste Mal, was wir machen können, damit eben hier trotzdem nichts passiert. Okay? Ja. Für dieses Mal ist hoffentlich klar, warum es verschiedene Drähte gibt, ja, und warum ich das richtigen Draht verwende. Ich meine, es ist eh logisch. Ja. Die Feuerwehr spritzt auch nicht mit einem Viertel Zoll aufs Großfeuer. Haben wir auch einen gescheiten Schlauch. Ja. Viel Leistung, viel Strom, dickes Kabel. Fertig. Ja, wie gesagt, das nächste Mal schauen wir uns weitere Schutzmaßnahmen an für den Anlagenschutz. Für dieses Mal danke ich für die Aufmerksamkeit. Wiedersehen.